Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge war Manuel an der Grippe erkrankt, musste ganz häufig auf Toilette und hat sich nicht allzu gut gefühlt, hat da rumgehustet und hat sich dann auf der Arbeit auch krank gemeldet. Irgendwie kam das nicht so gut an, aber ist ja egal. Nachdem er das gemacht hatte, kam Elise zu Besuch und als die da war, ist Manuel wieder gesund geworden. Also man sieht, mütterliche Fürsorge hat doch irgendwie eine gesundmachende Wirkung. Ja, und ja, ansonsten ist jetzt nicht so viel Großartiges passiert. Ja, ach doch, Manuel und Regina haben eine Schneeballschlacht gemacht und haben... Was ist das für ein Ding? Was tappst da durch den Schnee? Und haben da einen ganz süßen, putzigen Schneemann gebaut, ohne Hörnchen. Ach, guck, das, ja, das ist wieder Stacy. Kleiner Hund, ist ein bisschen wie bei der Katze, halb versunken im Schnee, ne? Ja, irgendwie süß, oder? Guck doch mal, ist der nicht goldig? So, oder die, je nachdem, könnte ja auch sie sein. So. Ah, Regina ist fertig mit Baden. Jo, warte, Moment. Fertig mit Baden, hi, das sieht ja jetzt aus. Ach, die kommt da an die Tür. Mhm. Gut, dann gehst du aber wenigstens mal noch auf Toilette. Es ist ihr nicht viel wärmer geworden jetzt durchs Baden. Ah doch, ich wollte gerade sagen, also das wäre aber ein komisches Bad gewesen, wenn es einem davon nicht warm wird. Weil der Tomatensaft hat zwar auch was gebracht, also insofern ist das schon gut gewesen. Allerdings jetzt nicht so viel wie so ein Bad, ne? Also muss man ja mal sagen. Okay, wir haben 20 Uhr, das heißt, ihr seid beide daheim. Du gehst mal hier wieder schön unsere Simis machen. Wo ist es? So, da noch. Weil sie ist die einzige, die goldig leuchtet hier. Und den Manuel packe ich nochmal nach draußen. Da fehlt ja eigentlich nicht mehr viel. Vielleicht kriegt er heute seinen Punkt noch und dann könnte er vielleicht am nächsten Tag, wenn er wieder arbeiten gehen kann, befördert werden. Das wäre doch toll. Dann gibt es wieder was in die Extrakasse hier und dann können wir wirklich mal überlegen, ja, dass ich mich langsam an die Gestaltung vom Autohaus mache. Also wie gesagt, ich hatte mir jetzt überlegt, ich werde für ihn erstmal ein Autohaus machen. Das heißt, wir müssen uns ein Grundstück suchen. Ein schönes, wo wir das draufbauen können. Ja. Wobei ich irgendwie noch nicht so ganz sicher bin, ob ich ihn nicht erst noch die Karriereleiter hier weiter hochkrabbeln lasse. Halt, nee, nee, nee. Du kommst jetzt bitte her und hast du eigentlich deinen Charisma-Punkt gekriegt? Moment. Ja, hat sie. Hat sie, hat sie. Dann könnte sie doch mal, was könntest du denn mal machen, Mädel? Irgendwie noch was Sinnvolles. Guck mal, du kannst noch nicht so gut kochen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man nicht gut kochen kann. Wie wäre es denn, wenn du mal ein bisschen kochen lernst? Noch so ein bisschen zusätzlich, ne? Du wirst irgendwann mal Mama werden und musst die Kinder bekochen. Und da ist das gut, wenn du das gut kannst. So, und dann schaltest du bitte mal um auf Schlemmer-TV. So, und dann können wir nämlich hier spulen. Mhm. Weil ich hoffe doch, dass der liebe Manuel jetzt gleich seinen Punkt kriegt. So viel fehlt da ja eigentlich nicht mehr. Dann müsste das doch eigentlich gehen, dass er den nächsten Tag befördert wird. Wünsche ich mir zumindest. Aber wie gesagt, das Geschäft eröffnen ist ja was anderes als das Aussuchen, Einrichten und so weiter. Deswegen, das würde ich eigentlich schon mal ganz gerne dann machen in einem der nächsten Parts. Dass es wenigstens schon mal da steht und dass ich ungefähr eine Ahnung habe, was das dann kosten wird, wenn er das kauft. Ja, müsste man mal gucken. Oh, Miezekatze, ey, wer bist denn du? Oh, Rolli, hallo Rolli. Guck, jetzt ist er wieder verschwunden gewesen im Schnee. Ich finde das so lustig, wenn Schnee liegt und die Katzen sich hinlegen. So, und jetzt sieht man wieder nur den Kopf und die Öhrchen rausgucken. Das ist so süß. Ach ja, dass die Tiere da nicht erfrieren, freut mich. Also ich hatte schon echt Angst, da liegt irgendwann, wenn er rauskommt, ein totes Tier. So ein erfrorenes. So, und er hat seinen Lobelspunkt. Juhu. Gut, das hast du gemacht. Das heißt, du kannst jetzt auch bitte benutzen und duschen. Ha, da ist unser Pinguin. Halt.
Aber wir haben ja keinen Fisch. Mist. Ich hätte so gern diesen Pinguin endlich mal mit einem Fisch gefüttert. So, warte mal kurz. Moment. Halt, stopp. So, mach mal da aus. Das ist jetzt uninteressant. Ausschalten. Ich will wissen, hast du vielleicht einen Fisch in deinem Inventar? Irgendwie wart ihr doch mal angeln. Nee, die hat auch keinen Fisch. Mist. Warum habt ihr nie einen Fisch, wenn ein Pinguin da ist? Ich hätte das so gern mal gesehen, was dann passiert. Also, aber streicheln musste den mal. Was ist das da? Das ist die Miezekatze Rolli. Okay, war da noch was? Achso, das ist der Besen vom Schneemann. Ich dachte eben schon, ey, das wieder. Ja, geh mal den Pinguin streicheln. Der mag unseren Schneemann. Der ist ja auch ein lieber und freundlicher Schneemann, ne? Das ist doch einfach zu süß. Ich liebe diese Pinguine hier. Ja, hallo. Guck mal. Oh, du bist ja süß, du. Oh, so ein goldiger. Süßer kleiner Pinguin. Ja, oh. Und jetzt erzählt er ihm was vom Globus, von der Welt, von der Weltreise, von was auch immer. Oh Gott, und ich sehe gerade, wie spät es hier schon geworden ist. Himmel, ja gut, mach jetzt mal bitte da aus und dann legst du dich schlafen. Jesus, Minesses, ich habe ganz die Zeit hier vergessen. Auf geht's dann, Abmarsch. Hm. Ja, und du gehst dann bitte auch direkt schlafen. Hallo, ihr müsst ja auch dann wieder auf Arbeit. Jetzt hat sie den... Ding nicht ausgemacht. Noch aus. In ein paar Stunden müssen die ja schon wieder auf Arbeit. Ja, dieses Schnee, diese Schneelandschaft, der Winter, es ist so ruhig. Es ist so schön, winterlich, weihnachtlich. Apropos Weihnachten, eigentlich müsste man winters mal Weihnachten feiern oder sowas. Ne? Ja, das wäre ja auch mal eine Idee. Weihnachten. Aber gut. Ja, auf jeden Fall ist mir irgendwie die Zeit hier abhanden gekommen. Jetzt haben wir die schon fast 1 Uhr nachts. Schick die gerade mal ins Bett. Naja. Egal, es werden sie überlebt. Sind ja noch jung, die beiden. Hm. Was erzählst du deiner Liebsten da? So, da wird geschlafen. Ich meine, Manuel hat ja den Vorteil, er muss ja erst später auf Arbeit. Aber Regina wird bald wieder aus dem Bett geschmissen. Ja gut, das klappt trotzdem. Man darf auch mal unter der Woche ein bisschen länger aufbleiben. So ist ja nicht, ne? Vor allem bei Regina ist es nicht so schlimm. Die hat so gut wie keine Bedürfnisse. Also von wegen, dass man sie morgens erst noch großartig füttern muss und so. Das ist alles prima. Ja, die Fahrgemeinschaft kommt. Genau, und wir benutzen und... Ach Gottchen, was sehe ich denn da? Ja. Dusche kaputt. Oh, und der ganze schöne Schnee ist weg. Schade ist nur, dass man hier auf so einem selbstgemachten Teich nicht auch Schlittschuh laufen kann. Ich meine, gut, okay, der wäre jetzt extrem klein, aber ja, man muss dann halt wirklich in der Nachbarschaft irgendwo so eine Schlittschuhbahn platzieren, beziehungsweise halt so eine Rollschuhbahn haben. Rollschuh, Schlittschuh, das wechselt ja je nach Jahreszeit, um das machen zu können. Ansonsten geht das nicht. Auf Seen und Teichen geht das nicht. Das ging, glaube ich, selbst 3, da geht das, dass die auch auf sowas Schlittschuh laufen können. Aber ja, das haben wir ja nicht. So, er kann ausschlafen, ihm geht super. Aber er ist halt zum Beispiel derjenige, der morgens unbedingt was essen muss. Ne? Na gut, dafür muss er nicht duschen. Das ist gut. Da unser schöner Schneemann steht noch. Noch. Oh, und wir haben den letzten Wintertag. Das bedeutet... Oh, ja, die Umgebung ist Schrott, ich weiß. Der Manuel muss gleich sich drum kümmern und das in Ordnung bringen. Ja, und was wollte ich sagen? Genau, dann können wir uns jetzt wieder drum kümmern, dass Regina wieder an ihre Pflanzungen geht. Sie darf dann wieder Obst und Gemüse anpflanzen. Weil der Frühling ist nicht mehr weit. Nee, du gehst jetzt nicht dahin. Du gehst bitte erstmal reparieren. Und dann säubern und aufwischen. Das ist jetzt erstmal die erste Maßnahme des Tages. Essen kannst du dann immer noch eine Kleinigkeit. Oder du trinkst mal einen Schluck Saft oder so. Ja, das geht wenigstens schnell. Man merkt, dass die beiden wirklich auch gute Mechanikkenntnisse haben.
Da geht sowas echt ratzfatz mit dem Reparieren. Gut, und dann kannst du, trink doch mal was. Trink mal einen Saft, komm. Mal was anderes zum Frühstück. Ein Saft trinken. Ja. Genau. Mhm. Ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Dann gucken wir einfach, dass wir wieder beschleunigen. Das Ganze. Ach schön. Und es schneit wieder. Ja. So. Und dann gehst du bitte arbeiten. Und lass dich gefälligst befördern. Weil hier ist komplett voll. Also rein theoretisch müsste er befördert werden. Bin da gespannt, ob er dann noch einen neuen Anzug kriegt oder ob er den jetzt behält. Dieses coole Gaming-Outfit da. Juhu! Und tschüss! Bye bye! Viel Spaß auf der Arbeit! Ach, wir gucken uns unseren schönen Schneemann hier an, der so genial aussieht. Du-du. Ist er nicht hübsch? Leute, ist er nicht hübsch? Ich finde den total süß, den Schneemann. Der gefällt mir. Mhm. Ah! Da kommt Regina. Juhu! Regina wurde befördert zur Kommandantin. Aufgrund deiner großartigen Führungsqualitäten wurdest du zur Kommandantin befördert. Ab heute brauchst du nicht mehr in Deckung zu gehen und unter Maschendrahtzäunen durchzukrabbeln. Entschuldigung. Trotzdem solltest du deinen Körper nicht vernachlässigen, da man dich für ein Astronautentraining in Betracht zieht. Ui, bist du scharf auf diesen Job, solltest du weiter an deinen mechanischen Fähigkeiten und deinem Körper arbeiten. Regina muss ab sofort von 9 bis 15 Uhr arbeiten, hat 840 Simeons verdient und einen Bonus von 1680 Simeons bekommen. Hey Leute, es wird immer besser. Juhu. So, was brauchst du denn jetzt alles? Oha, guckt's euch an. Noch 3 Körperpunkte. Aber gut, das ist ja auch nicht schwer, weil sie hat ja dieses geniale Ding da. Und noch eine Mechanik. Ja gut, die Mechanik, das ist auch kein Thema. Oh, und sie hat mal Hunger. Sie kommt aus der Arbeit und hat mal Hunger. Mhm. Das kannst du mal liegen lassen, aber das Ding kannst du mal recyceln. Und dann kannst du dir mal... Ach, vielleicht erst noch die Simis ernten. Und dann kannst du dir mal was zu essen machen, finde ich. Ja, gut, geht gerade nicht. Und dann gucken wir mal anschließend, dass sie lernt. Ja. Und wenn Lernen dann der Spaß wieder runter ist, das ist halt leider meistens beim Lernen so, dann kann sie sich um ihre Pflanzen kümmern. Aber irgendwie kriege ich gerade Kopfweh. Gut. Und genau so machen wir das. Und dann tust du mal zum Mittagessen. Ach, mach dir doch mal so einen TV-Snack, komm. Lang nicht mehr gehabt. Halt. Falscher Knopf. Ich wollte hier hin. Aber pass auf, dass nichts brennt, ne? Wir haben es ja jetzt erst gehabt. Ah, schick. Sie hat eine neue Uniform an, oder Leute? Ist doch eine andere als vorher. Jetzt ist sie wieder grün und hat ein paar Abzeichen mehr drauf, glaube ich. Kann ich mir jetzt auch einbilden. Aber ich glaube, sie hat jetzt auch eine neue Uniform. Genau. Aber cool. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Hat sie eigentlich noch am Wochenende frei? Ja, das ist geblieben. Gut, das kommt mir sehr gelegen, weil ich finde das immer toll, wenn das passt. Von wegen Wochenende frei und so. Und wenn beide das dann haben, ist es umso besser. Ja, dann räumst du das bitte auf und danach lernst du Mechanik. Und wir können auch nicht angeln im Winter. Das ist immer so schade. Guckt euch unsere Baumplantage an und alles ruht und freut sich. Ja. Ja, so ist das. Gut, und bis Manuel nach Hause kommt, können wir jetzt schön spulen.
Ja, Pamela ist kein Freund mehr. Ja, ist mir jetzt mal auch egal. Die kommt schon irgendwann wieder. Oh, wer ist das? Theobald hat schon wieder die Zeitung geklaut. Hey! Was? Theobald Sommertraum, oder wie der da heißt, ne? Dieser, jetzt habe ich extra die Zeitung für Manuel mal liegen lassen. Kommt der und klaut die uns wieder. Ah, da ist Manuel. Juhu! Was sagt ihr dazu? Ist das nicht cool? Eine Runde Beförderungen. Manuel wurde befördert zu Clanchef. Jetzt ist er ein Clanchef. Er hat aber noch das gleiche Outfit an, okay. Führe deinen Clan durch die dunkelsten Kerker zu Ruhm und Ehre und natürlich zur Beute. Wenn du alle bei Laune hältst und deinen Clan gut voranbringst, wirst du ganz groß rauskommen. Manuel muss ab sofort von 14 bis 21 Uhr arbeiten, hat heute 1250 verdient. Wahnsinn. Und erhält einen Bonus von 2500. Wir haben die 30.000-Marke geknackt. Guckt's euch an. Genial. Also das heißt, im nächsten Part werde ich dann sehr wahrscheinlich mal gucken, dass ich ihm in Blauseidig Heide, wie gesagt, sein Autohaus einrichte, baue, einrichte, mal gucken, wie ich das machen werde. Und dass er sich dann, wenn er denn soweit ist, ja, dass er sich das dann machen kann. Also ich sehe schon, ich glaube, das war hier auch die letzte Beförderung, weil das dürfte die letzte sein. Oder weil das sieht man ja meistens daran, dass eine Fähigkeit komplett wäre, die Logik, und drei Logikpunkte kriegen, das dauert. Also ich weiß nicht, ob ich ihm so viel Zeit noch gebe. Wir können natürlich versuchen, dran zu arbeiten, aber ich glaube nicht, dass es bei ihm noch was wird. Und wir haben ja jetzt genug Geld, also es sollte jetzt mit der Selbstständigkeit gehen. Und dementsprechend werde ich da jetzt eher mein Augenmerk drauf richten. Gut, auf jeden Fall fein, alles gut gegangen. Er will Spitze der Gamer-Karriere erreichen. Wir können es ja mal anklicken. Ich meine, schadet ja nichts, ne? Das ist ja, nach Dates und so hat er ja immer die Lust und er will Schlittschuh laufen. Will sie das eigentlich auch gerade? Nee, sie will ihm ein Geschenk geben. Das können sie endlich mal machen. Gib mal ein bisschen was von deinem Zeugs ab. Sie will wieder techtelmechteln und so. Ja gut, da gucken wir mal. Das kriegen wir gebacken. Also jetzt geht der gute Manuel bitte erstmal sich um seine ganzen Bedürfnisse hier kümmern. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem restlichen Tag noch anfangen können. Er will zwar Schlittschuh laufen, aber ja. Schlittschuh, Rollschuh ist ja, das ist ja gut viel getupft. Dann könnte da ja noch mal hingehen. Da waren wir ja lang nicht mehr in der Rollschuhbahn. Ach so, komm. Du brauchst nicht mehr lang. Du gehst jetzt ans Telefon. Komm. Nee, nicht spielen. Wo ist denn das Ding? Da abheben. Hallo. Ich hab's halt irgendwie da, mit dem Danebenklicken. So, bitteschön. Klicke dich um. Hi Regina, kann ich Manuel sprechen? Ja, kannst du, wenn er dann fertig geduscht ist, kannst du ihn auch sprechen. Jetzt hat, ja, hat sie, kann sie ja weiter lernen. Und dann lern weiter, das ist okay. Ich schätze mal, bei ihr wird es genauso werden. Also ich glaube auch nicht, dass wir ihre Laufbahn fertig bekommen, weil das ist genau das Gleiche hier mit Körper komplett. Denke ich mal, sie steht nur noch eins, also dürfte nur noch eine Beförderung kommen. Wobei bei ihr geht es vielleicht noch eher, weil, ja. Haha, sie hat den Punkt gekriegt. Das ist schön. Dann kannst du das weglegen. Kannst dich hier nochmal um unsere Sachen kümmern. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Tag hier noch so anfangen können. Wenn die jetzt allerdings Rollschuh laufen gehen. Ja gut, warum nicht? Kommt, wir können das ja mal feiern, dass wir befördert wurden, alle beide, ne? Mal so einen kurzen Ausflug wenigstens. Ja. Er schwatzt wieder mit dieser, wie heißt sie? Madeleine, genau. Madeleine ist das. So, dann leg mal auf, gut. Und ruf mal Taxi. Das ist nämlich viel wichtiger. Anrufen.
Taxi. Vita Somse, Ruf sie mal. Och. Ey, du musst jetzt nicht, genau. Lass dir mal was erzählen. Wir wollen, Einkaufsstraße, Marktplatz, wo ist es? Skaterpark, da wollen wir hin. Genau. Da wollen wir hin. Oh, unser Schneemann ist geschrumpelt. Naja. So, dann steigt mal ein. Ich habe zwar nicht mehr ganz so viel Zeit, aber für ein bisschen Skaterpark dürfte das noch reichen. Gut, Vater. Ich habe da gar nicht auf die Uhr geguckt. Egal. Schauen wir mal. Muss ja auch nicht allzu lange. So. Abmarsch, fahr zu. Hopp, hopp. Ja. Man muss ja auch mal wieder ein bisschen was auswärts erleben, ne? Ist ja so, jetzt sind beide befördert worden, haben was zu feiern und ja, normal hätten wir auch jetzt schön essen gehen können oder irgend sowas mit Date in Verbindung und ja, aber ach, ab und zu muss man auch mal spontane Ideen haben. Oh, wer ist denn da alles? Hallihallo. So. Er möchte Rollschuhlaufen, das machen wir direkt. Und sie möchte das auch. Sie muss das jetzt auch machen, ob sie will oder nicht. In der Zeit können wir nämlich mal gucken, was hier so los ist. Wer da so alles unterwegs ist. Die Chris ist da. Wer ist das? Nathan. Ah, der ist auch da. Und die Aprilla Graugans, Lisa Ramirez, Adrian Hilges, Malte Grüning, Patrick Kosmoskos oder wie der heißt, Serena Kronen. Oh, also ganz schön was los hier. Moment. Ja, und? Erfüllt sich das jetzt wenigstens? Ich habe hier irgendwie Bedenken, dass mit meinem Wunscherfüllungsteil bei Manuel irgendwas nicht stimmt. Weil rein theoretisch, ja. Gut, mach mal herumwirbeln mit Regina. Idinesu? Na, weißt du noch, wie das war? Unser erstes Date? Das hatten die nämlich hier auf der Skaterbahn, soweit ich mich da noch dran erinnere. Wenn es nicht stimmt, was ich sage, sagt mir euch Bescheid. Aber ich glaube, die hatten wirklich hier ihr allererstes Date. Oh, ist das schön. Schön. Ja, das macht Spaß. Auch wenn er jetzt dafür keinen Punkt kriegt, egal. Gut, was können wir denn sonst noch machen? Komfort, Energie, auf was hätten wir denn noch Lust? Wie sieht es denn bei der Regina aus? Oh, sie müsste auch mal dringend auf Toilette und so weiter. Hm, Hunger haben sie beide jetzt nicht. Was könnte man denn da noch so machen? Hm. Ah! Hä, wo ist denn unser... Ah, da. Manuel Müller. Kommt mal zusammen tanzen vielleicht. Mal eine Runde. So, jetzt können wir zusammen tanzen, die zwei. Wie er da stehen bleibt und wartet, dass sie zu ihm kommt. Ich find's lustig. Ja, auch schön. Werd jetzt ihn bewundern. Flirten. Ach nee, jetzt. Was machst du denn? Ah, Tony Wan. Mister? Tony Wan noch. Mare Wizard. Oh, yeah.
Ach ja, ist das nicht schön, wenn unser Manuel so richtig romantisch wird hier, hä? Ja. So, und weil das jetzt schon genug war, Was hast du? Und bis das Taxi kommt, können wir uns nach Hause. Nee, du brauchst jetzt nicht nochmal Schlittschuh laufen. Du kannst mal hier eine Runde Daten. Dart spielen. Und du machst da auch. Nee, auch mit Spielen. Zack. Dann seid ihr schon mal hier vorne. Weil, wie gesagt, ich habe ja nicht mehr viel Zeit. Ich muss ja gleich wieder den Part beenden und ich kann ja hier nicht speichern. Wollte ja auch eigentlich nur, dass die beiden mal aus dem Haus rauskommen, mal ein bisschen Schlittschuh oder Rollschuh laufen. Leider hat das nicht den Wunsch gezählt. Also ich glaube, Schlittschuh zählt da wirklich nur, wenn es draußen im Freien auf einer Schlittschuhbahn ist, auch wenn das ein und dasselbe ist. Ansonsten scheint er das nicht zu rechnen. Oder ich habe hier mit Manuel und seiner Wunscherfüllung eh das ein oder andere Problem. Das muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen beobachten. Weil das kann nicht sein, dass ich hier versuche, die Wünsche zu erfüllen und sich bei ihm gar nichts tut. Also, ich denke da nur an Saft trinken, er trinkt einen Saft und passiert nichts. Weil dann hätten wir nämlich echt ein Problem. Oder ich zumindest hätte dann ein Problem. So, da sind sie wieder zu Hause. Sehr schön. Haben die denn jetzt Hunger? Großartig. Nee, eigentlich nicht. Nö, nicht unbedingt. Naja, sie müsste sich mal um ihre kümmern. Aber wir können die auch einfach beide ins Bett packen. Ja, ich wollte ihr ja eigentlich noch... Warte mal. Es ist Mittwoch. Ja, das heißt, die haben auch jetzt nicht frei. Oder hat er donnerstags frei? Ja, er hätte frei am nächsten Tag. Und er ist mehr auch müde. Aber er könnte sich ja auch mal wieder hier um was kümmern. Ich meine, ne? Muss ja nicht immer nur die liebe Regina machen. Dann geh du doch mal hin und mach mal viel Düngen. Ja. Mach mal. Oder nee, das mache ich einzeln. Düngen, Düngemittel, Düngen, Düngemittel, Düngen. So, fangen wir mal damit an. Und die liebe Regina kann schnell, wo ist es? Hier, sich zurecht machen und ins Bett verschwinden. Zack, zack und zack. So. Genau. Oh, meine Maus hängt. Das ist echt bescheuert, ihr Lieben. So. Gucken wir eben noch ein bisschen beim Düngen. Pflanzen zu. Man kann ja schon mal anfangen. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass das nur einer von den beiden machen kann. Und während er dann das macht, ich sehe schon, wie gesagt, meine Zeit ist um. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und oder mal gucken, vielleicht ist der nächste Part auch das, wie ich in Blauseidig Heide versuche, sein Grundstück da, sein Geschäft hinzubauen. Also das weiß ich jetzt noch. Kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Und bis dahin, ihr werdet es dann sehen. Ne? Macht's gut. Tschüss.